Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, heute mit einem Q&A. Auf Instagram hatte ich vor kurzem einen Ask Me gestartet und dann kamen halt hier so total viele Fragen. Und davon habe ich mir 10 ausgesucht. Ich sage jetzt nicht, dass ich nicht drauf geguckt habe. Natürlich habe ich mir die Fragen angeguckt. Und mein Mann sitzt hinter der Kamera und wird mir die Fragen stellen. Okay. Was findest du lustig und die meisten Menschen nicht? Boah, da fällt mir eigentlich gar nichts spontan ein. Ne? Hast du aber gut überlegt, dich super vorbereitet. Ja, doch, aber guck mal, es gibt so, Malik versteht mich, was das angeht, weil wir lachen ja immer über dieselben Sachen, die anderen nicht lachen. Aber spontan fällt mir kein Beispiel ein. Außer mein YouTube-Video, was ich immer mir angucke, mit dem Geist im Wald. Ach so. Soll ich das mal hier unten einblenden? Ja. Ich finde das voll lustig. Das sind so Sachen, über die ich lache und andere halt nicht. Oder manchmal habe ich Kopfkino, wenn zum Beispiel mir jemand irgendwas Bizarres erzählt. Wenn mir jemand was erzählt und das ist überhaupt nicht böse gemeint von mir, dann habe ich so Kopfkino und spiele die Situation einfach weiter. Da muss ich auch lachen. Und ich denke, das finden andere auch nicht so lustig. Ja. Und wann kommen endlich TikToks? Nee, ich mache keinen TikToks. Ich hatte einen TikTok-Account. Ich habe die Frage auch bewusst reingenommen. Aber dafür müsste ich eigentlich separat ein Video drehen, wie sehr ich TikTok hasse. Aber ich hatte vor Anfang der Pandemie einen TikTok-Account gemacht. Da waren wir noch in der Schweiz. Habe ich mir gedacht, so, das macht bestimmt Spaß. Aber letztendlich haben wir letztens noch TikTok analysiert. Und nee, das ist nichts für mich. Eigentlich sollte niemand TikTok haben. Lösch euer TikTok-Account. TikTok ist nicht gut. Ich lasse es einfach jetzt mal hier bei dem. Ich verlinke euch ein Video und dann bildet ihr euch selber eine Meinung. Guckt euch das an und dann entscheidet ihr, ob ihr wirklich noch TikTok nutzen wollt. Und ja, nee. Ich bin voll anti-TikTok. Der letzte Film, den wo du geweint hast? Ja, darüber habe ich eben nachgedacht. Der letzte Film, über den ich geweint habe, ich muss erst mal überlegen. Ich glaube, das war Legenden der Leidenschaft. Länger, länger her, ne? Das ist nicht so lange her. Ich habe mir den irgendwann so, ich glaube nach Belgien, als wir zurückgekommen sind, habe ich mir den angeguckt. Ja, Legenden der Leidenschaft. Aber ich immer weinen. Nicht auf alles. Deswegen, du kriegst immer Pipi in den Augen. Ja, ich bin voll die Heulsuse. Ja, das letzte Mal, wir haben auch einen Blood Diamond, hast du geheult. Blood Diamond heul ich auch. Ja. Ich heul immer. Bei jeder guten Magenten-Werbung. Ja, also ja. Legende der Leidenschaft habe ich das letzte Mal geheult. Warum machst du YouTube? Ja, warum mache ich YouTube? Das weiß ich auch nicht, wer von uns beiden zuerst die Idee hatte mit YouTube. Ich weiß nur, dass du mich ermutigt hast, YouTube zu machen. Ich gucke YouTube schon super viele Jahre. Ich habe YouTube angefangen zu gucken, als mein Sohn ist mittlerweile 14, und als ich den nachts gestillt habe, ich wollte nicht fernsehen, dann habe ich auf YouTube Ebru entdeckt und die habe ich immer geguckt, fand ich total schön. Ja, und irgendwie jahrelang gucke ich schon YouTube-Videos und ja, fand ich immer schön, haben immer drüber geguckt und irgendwann, glaube ich, so im Spaß, ne, fing das an, ja, mach doch auch mal und so. Und das aber schon vor vielen Jahren, aber nee, das habe ich erst gemacht, seitdem wir wieder in Köln sind. Vielleicht auch so ein bisschen, um zu netzwerken, um mich hier so in der Gegend so ein bisschen bekannter zu machen mit meinem Job, nochmal neu anzuknüpfen. Deswegen. Hast du deine Panikattacken überwunden? Ja, das werde ich voll oft gefragt. Ja. Ich habe die Frage auch bewusst mit reingenommen, weil ich das so jetzt hier in einem Video mal so abschließen will. Weil ich das, ja, ich sag mal was dazu. Auf Instagram werde ich das oft gefragt. Das sind meistens Leute, die mich kennen oder durch andere Personen kennen. Aber auch in meinen Fragen, wenn ich euch frage, stellt mir irgendeine Frage, kommen voll viele Fragen bezüglich Panikattacken und Angststörungen. Ja, also wenn euch das Thema triggert, dann spult auf jeden Fall mal vor. Ich sage jetzt mal ein paar Worte dazu. Panikattacken ist kein Spaß. Wenn ihr Panikattacken habt, dann seid ihr an einem Punkt in eurem Leben angekommen, wo Schluss ist. Das ist aus. Ihr müsst aus dieser Situation
raus, egal was es ist. Das heißt nicht, dass ihr schwach seid, sondern dass ihr lang genug stark gewesen seid. Und ihr müsst auf jeden Fall dringend Hilfe suchen. Ihr braucht einen guten Background, wie sagt man das? Umfeld. Ein Halt, ja, ein ja, Umfeld. Ihr müsst alles Toxische aus eurem Leben entfernen. Das sind viele Schritte, die ihr unternehmen müsst, aber alle Lösung liegt bei euch. Und ich kann euch nur sagen, es ist nicht das Ende der Welt. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass diejenigen, die wirklich am Anfang einer Panikattacke sind, also in dieser Phase sind, wo das jetzt sich neu anspielt, ich weiß, wie das ist, wenn der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Das ist wirklich nicht schön und auch ernst zu nehmen. Aber ich sag euch, zieht es durch, geht zur Therapie, lasst euch helfen, baut euch ein stabiles Umfeld, ändert Sachen in eurem Leben und euch wird es schon viel besser gehen. Ich sage nicht, dass die Panikattacken aufhören, aber ihr könnt besser damit umgehen. Ja, auf jeden Fall keinen Krankenwagen mehr rufen oder so zum Ja, es ist kein Spaß. Ja. Ich finde, das ist auch nicht ein Spaß für die Mitmenschen. Also alle leiden ja mit. Ne? Nein. Okay, nächste Frage. Genau, nächste Frage. Hast du Ticks? Ja, bestimmt habe ich Ticks, ne? Soll ich sagen? Ja! Du musst alles nachkontrollieren, wenn du was delegierst, immer. Ja, ne? Ich habe voll die Kontrolle so. Ja, du delegierst was und bist du dann noch weiter hinterher. Also wenn du es selber machen würdest, wäre es einfach auch für den, der es... Ja, ich kann Kontrolle schlecht abgeben. Ich muss immer eine Sache komplett alleine durchziehen, so diese Arbeit abschließen. Wenn mir das so super wichtig ist und ich aber trotzdem diese Aufgabe abgeben muss... Dann ist derjenige kaputt. Echt? Ich finde es so schlimm. Ja, du kontrollierst halt alles 10-mal nach, dann denke ich auch so, ja, machst du das. Ja, das ist echt nicht schön. Ja, okay, Kontrolle, so, habe ich noch mehr Ticks? Ja, mich nicht. Außer, dass du morgens nicht ansprechbar bist. Aber ich weiß ja, nicht, ob ich bin voll der Morgenmuffel. Ich brauche meinen Kaffee, bevor man mich an... Ja. Und kann dir das voll das Gegenteil. Er wacht auf, hier so Sonnenschein. Ja, voll redebedürftig, erzählt von seinen Träumen, ist voll gut drauf, macht Pläne für den Tag. Und ich so, wow. Lass mich einen Kaffee. Ja. Du bist genauso. Ja, meine Tochter kommt genau nach mir. Ja. Morgens nicht ansprechen. Morgens nicht ansprechen. Ja. Mm-mm. Ohne Kaffee. Nee, ich brauche echt wirklich erstmal meinen Kaffee, so ganz in Ruhe. Morgens nicht ansprechen. Nee, morgens nicht ansprechen. Das sind meine Ticks. Nächste Frage. Wer hat dich am meisten beeinflusst? Michael Jackson. Könnte sagen schon direkt Michael Jackson. Ja, Michael Jackson ist auf jeden Fall so mein Kindheits-, also so absoluter Retter. Ja, beeinflusst musikalisch, künstlerisch. Und in meiner Jugend, Kadin meinte eben noch, als er die Fragen durchgeguckt hat, Ade ist ein sehr guter Freund von mir, er ist Musiker. Diejenigen, die deutschen Hip-Hop mögen, kennen ihn auf jeden Fall, die sich intensiv damit beschäftigen. Und ja, Ade ist auch ein Mensch, der mich sehr viel beeinflusst hat. Ich habe damals auch meine Ausbildung bei ihm beim Record-Label machen dürfen. Und ja, wie gesagt, er ist Musiker und hat damals ein Projekt mit Jugendlichen angefangen, quasi uns Jugendliche aufgegabelt und ja, Talente gefördert. Ich hatte null Talent auf der Bühne, also wir haben so ein Hip-Hop-Musical gemacht. Ich kann nicht rappen, ich habe nicht den Flow, aber ich konnte Texte schreiben. Aber dafür meine Freundin Leila, die ist super talentiert gewesen. Ja, er hat so Sachen gefördert und uns herausgefordert. Und ja, einfach aus diesem normalen Alltag, den man hatte, so als Jugendliche, wenn man so gerade so orientierungslos ist, hat er uns da immer neue Perspektiven gezeigt und Optionen gegeben. Ja, definitiv eine Person, die mich beeinflusst hat. Gut, nächste Frage. Nächste Frage. Was sind deine Zukunftspläne? Ja, also erstmal muss man ja immer gesund bleiben. Ich hoffe, dass ich lange gesund bleibe und wir alle eigentlich.
Ansonsten meine Zukunftspläne, ja, mit dem Kanal, denke ich mir mal, ne? Auf die Frage ist das bezogen mit dem Kanal. Hoffe ich wirklich noch mehr Reichweite zu bekommen, denn ich habe ja immer noch das Ziel, hier andere Damen sitzen zu haben als mich. Allerdings, wie soll ich das sagen, wenn hier andere hinkommen, dann möchte ich aber nicht, dass das Video floppt. Das liegt meist manchmal an mir, dass ich vielleicht zu nervös bin oder die Technik noch nicht stimmt, der Ton hat nicht gestimmt. Jetzt finde ich, passt das alles. Ne? Also ich finde so vom Aussehen, ja, wir sind ein Jahr hier in diesem YouTube-Geschäft drin und peu à peu konnte ich das alles so aufbauen und ich finde jetzt, das Bild gefällt mir. Und wenn jetzt noch ein paar mehr Abonnenten kommen, dann kann ich auch so ruhigen Gewissens hier Menschen hinsetzen, wo ich nicht die Angst haben muss, dass das Video vielleicht floppt. Deswegen opfere ich mich so lange mal, ne? Bis ich so Reichweite bekomme. Ja. Genau. Eine Frage noch. Ja, noch. Echt? Ist wo noch eine Frage? Ja, ich habe noch eine Frage anscheinend übersprungen. Ich bin die jetzt noch nicht. Okay. Wo geht's zum nächsten Urlaub hin? Ah, wo geht's zum nächsten Urlaub hin? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich gucke mir ziemlich viele Afrika-Vlogs an. Kelly macht so. Guck mal, ich habe einen Tipp an euch Frauen. Wenn ihr auch einen Mann habt, der immer erstmal Nein sagt, ne, dann beharrt nicht drauf, pflanzt die Idee jetzt erstmal. Afrika. Lasst das in dem Kopf erstmal so schön rattern. Und irgendwann kommt er selber mit der Idee, lasst uns nach Afrika fliegen. Nächster Urlaub steht ja schon fest, wollen wir. In die Schweiz. Ach so, ja, genau. Ja, ja, stimmt. Ah, stimmt. Ja, genau, das habe ich schon vergessen. Im nächsten Urlaub sind wir im Grindelwald Skifahren. Freuen wir uns drauf. Ja, ist das. Ja, wird auf jeden Fall schön. Ja. Bist du glücklich in Köln? Ja, also ich bin sehr glücklich in Köln. Ich finde, wir haben uns richtig entschieden, nach Köln zu kommen. Natürlich war die Schweiz auch eine wunderschöne Zeit. Wir waren fast 10 Jahre da, also tatsächlich 9,5 Jahre, ne? Ja. Ja, und war eine schöne Zeit, war eine schöne Erfahrung. Ich habe da auch super nette Menschen kennengelernt, mit denen habe ich bis heute noch Kontakt. Und ja, will das eigentlich dabei belassen. Also Schweiz ist abgeschlossen für mich und mein Herz schlägt hier in Köln mit der Familie, mit meinen Freunden. Ja, das war es auch schon. Danke, dass ihr zugeguckt habt und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bitte bleibt gesund. Bis bald.